Regelmäßig sind hier die neuen Güterzugloks anzutreffen. In den Güterbahnhof Reutz 152055. Am Haken hat sie einen 1500 Tonnen schweren Zug. Der 152055 ist für den nächsten Güterzug vorgesehen, der auf Gleis 106 bereitgestellt wurde. Vorher sind allerdings noch einige Rangierfahrten notwendig. Wie bei allen modernen Drehstromlokomotiven wird auch bei der Baureihe 152 Bremsenergie ins Netz zurückgespeist, indem die Antriebsmotoren als Generatoren arbeiten. Diese Art zu bremsen hat nicht nur einen Energiespareffekt, sondern ist zudem fast verschleißfrei. Natürlich verfügt die Baureihe 152 auch über mechanische Scheibenbremsen. Wie bei der 145 glänzen die an den Rädern angebrachten Scheiben meist blank gescheuert. Der 152055 hat vor den Zug gespannt und macht sich jetzt auf den Weg. Ausfahrt in Seelze.